Hallo Leute, hier ist euer Petros und willkommen zur nächsten Gameplay-Analyse Nummer 8, Nummer 8, schon 8 Stück, das ist echt viel heute vom Rafa 1.8. 8 Stück, überlegt mal, das sind also, wenn ich die immer am Freitag hochlade, sind das 8 Wochen, das sind schon 2 Monate Gameplay-Analyse. Das ist ja der Wahnsinn. Also die Serie kommt immer noch gut an, mir macht es mega Spaß und es freut mich, dass ihr das schaut. Heute Rafa bringt uns Gameplay und zwar auf Ragnarok Capture the Flag. Capture the Flag, joa. Das ist einer der beliebtesten eingeschickten Spielmodi. Ist mir so aufgefallen, ich glaube Capture the Flag kann man das meiste. Ja. Aber ist auch gut, kann man viel analysieren, ist ein bisschen Objective Gameplay noch nebendran und macht auch immer Spaß das zu sehen. Er hat sich hier gleich die Snipe gegönnt. Natürlich ist die Snipe auf Ragnarok ein ganz wertvolles und powervolles Werkzeug. So viel ist auf jeden Fall schon mal klar. Die Gegner pushen jetzt gleich ziemlich krass Richtung Flagge. Und er hat hier auch gleich eine entscheidende Rolle. Und zwar jetzt, wenn sie mit der Flagge hier versuchen, den Flaggenrun zu starten, ist er derjenige mit der Snipe, der das quasi aufhält. Was mir nicht so gut gefällt, aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt, ist die Leute, die mit Sniper und Unsichtbarkeit auf Ragnarok spielen, lieber Rafa, ne? Unsichtbarkeit und Sniper. Aber gut. Ja, nichtsdestotrotz macht er das hier ganz gut und hält hier quasi die Gegner auf, die versuchen immer wieder zur Flagge zu pushen, so wie den da unten, zack. Also das macht er ganz gut. Es ist ein bisschen längeres Gameplay, ich glaube es geht 11 Minuten und von daher werde ich nachher ein paar Mal vorspulen. Aber hat er mir auch geschrieben, ist okay, machen wir so. Bevor ich jetzt noch weiter hier zum Gameplay was sag und ihr seht, dass ihr hier echt ein paar Treffer landet, richtig gut eigentlich. Möchte ich mich erstmal nochmal ganz herzlich beim Top Spartan bedanken. Der gute Top Spartan, der hat nämlich ein Video von uns hochgeladen, das hat uns mega gefreut. Und es war auch viel Arbeit. Also, wir haben da als Aushängeschild, der bei uns immer Splitscreen Action. Ja, dazu sei nachher gleich nochmal was. Da haben viele drunter geschrieben, das sehen sie nicht gern, weil es schwierig ist, sich für einen Bildschirm zu entscheiden. Und dann haben wir gesagt, das müssen wir anders machen, das müssen wir Bild in Bild machen. Und wer von euch uns jetzt schon ein bisschen länger verfolgt auf YouTube, der weiß, dass wir keine Profis sind. Also was Schnitt und Video bearbeiten und sowas angeht, da sind wir eigentlich totale Noobs. Und deswegen war das für uns ziemlich viel Arbeit und bis es so geklappt hat, wie wir das wollten. Und da haben wir uns auf YouTube erkundigen müssen, wie schneidet man es mit iMovie. Und wie kriegen wir das hin, dass es synchron ist und dass es gleichzeitig läuft, obwohl es zwei Filme sind. Es war viel Arbeit und deswegen gibt es nochmal den Link unten in der Beschreibung. Und wer von euch den Top Spartan noch nicht abonniert hat, der kann das gefälligst dann noch tun. Wenn es einem gefällt natürlich, aber in erster Linie mal auf jeden Fall noch für unsere 200 Abonnenten, die natürlich das Video vielleicht noch nicht gesehen haben, weil wir es ja nicht hochgeladen haben, sondern auf einem anderen Kanal. Dazu nochmal den Link in der Beschreibung. Bewertet es doch bitte nochmal, wir sehen es auch, wir verfolgen das auch, das Video. Natürlich, wir gucken immer wieder vorbei und schauen, was gibt es Neues bei dem Video, für Kommentare und so, und haben auch alle durchgelesen. Und das freut uns natürlich, wenn dann Feedback kommt, weil dann sagt es uns auch, hey Jungs, das ist der richtige Weg, was ihr da macht, gell? Das ist Crates Take. Das interessiert die Leute und mach es weiter so. Das ist eigentlich die Motivation schlechthin. Ich glaube, das ist bei jedem Kommentator auf YouTube natürlich die gleiche Motivation, ganz klar. Aber vor allem für kleinere YouTuber, die bauen also ein bisschen so, ja, Ego. Ja. Ist natürlich so. Und der Rafa, der gute Rafa, der hat sich jetzt entschieden, eine defensive Rolle zu spielen. Ich glaube mal aus dem Grund, weil er gemerkt hat, dass er nicht stirbt oder noch nicht gestorben ist, ist es schon beim Amok. Und viele von euch wissen es auch, ich habe noch nicht so viele Perfections hinbekommen. Ich weiß gar nicht, bei Halo Reach war es ja so, dass in den Objective Game Modi Perfection mit 15 Kills ohne zu sterben gar nicht gegolten hat, sondern nur in Team Deathmatch Spielmodi. Aber naja, jetzt schauen wir mal, ob er es hinkriegt. Ich möchte jetzt nichts spoilern. Ja, also nochmal vielen Dank an Top Spartan, schaut mal dran vorbei und jetzt nochmal zum Thema Splitscreen Action. Wir probieren das trotzdem nochmal aus, deswegen ist ja der Grund, warum ich das Video jetzt nicht am Freitag hochlade. Normalerweise kommen Gameplay-Analysen immer am Freitag, das lade ich mal jetzt hoch am Dienstag, weil Basti und ich noch eine schöne Idee haben, ein älteres Video von uns hochzuladen, also quasi neu zu machen als Splitscreen Action, Version 2.0.
Und ich habe mir gerade überlegt, wenn jemand von euch errät, welches ältere Video das von uns ist, das wir nochmal machen wollen zu zweit Splitscreen Action 2.0, gibt es ja nur ein paar. Wer von euch den Titel davon, den richtigen, in die Beschreibung schreibt, der kriegt irgendwas. Lass mich ja ganz kurz überlegen, was ist denn toll. Ich habe ja eigentlich gar nichts. Keine Ahnung, der... Wenn er Bock drauf hat, also wenn er das Richtige reingeschrieben hat und Bock drauf hat, dann darf er, dann, was heißt dann darf er, dann muss er mitkommentieren mal ein Video. So machen wir es. Dann machen wir mit dem mal so ein Frage- und Antwort-Dingsbums. Das machen doch auch viele Kommentatoren. Dann kommt er mal mit hier in meinen Party-Chat. Und dann spielen wir mal zu zweit ein bisschen Halo. Er kann sich aussuchen, welches Halo, ist mir eigentlich egal. Und dann kann er mal so ein paar Fragen stellen und ich antworte so. Und das ist dann für ihn ganz lustig hoffentlich. Und natürlich auch für alle Zuschauer von dem Video, dann werden vielleicht ein paar Fragen beantwortet, die euch dann auch interessiert haben. Und das könnte für unseren Kanal auch nochmal ein bisschen pushen, weil wir haben jetzt über 250 Abonnenten, fast 260. Wir gehen steil auf die 300 zu und ihr wisst ja, was die 300 bedeutet. Wieder mal ein Abo-Special, ganz klar. Unser erstes Abo-Special bei 100 Abonnenten war so um Weihnachten rum. Da wart ihr alle total begeistert von diesem Schlagzeug, Trompeten, Jam-Session. Also die neuen Abonnenten von euch, die das noch nicht gesehen habt, guckt euch das an. Das ist so ein kleines Real-Life-Video. Ihr seht aber keine Köpfe, keine Angst. Ne? Ihr seht uns nicht, sondern nur unsere fetten Körper. Und ja, da haben wir ein bisschen musiziert. Guckt euch das an. Das war schon mal ein sehr erfolgreiches Abo-Special. Und das zweite war ein 1-Stunden-Video. Mit euch zusammen haben wir Custom gespielt, eine Stunde lang, und ein Video davon gemacht, wie wir alle zusammen Custom spielen. Das war auch richtig geil. Mann, Rafa, Rafa. Sogar gegen den Typ mit dieser Bazooka schafft das noch und bleibt am Leben. Aber er merkt schon so langsam, ha, ne, ich kämpfe ein bisschen. Möchte ich jetzt nichts dazu sagen. Ihr gewinnt auf jeden Fall 1-0 steht's bereits. Die Gegner pushen, am Anfang war es ein ganz guter Push mit dem Bartok. Das finde ich ganz gut auf Ragnarok, wenn man dann zu zweit oder zu dritt im Bartok rüberfährt, hat man eigentlich eher noch die Chance, anstatt die Flagge rüber zu tragen, ist Fahren eindeutig die bessere und bessere Entscheidung, weil dann hat man einfach die Möglichkeit, sich schneller zu bewegen. Und hier ein sehr schöner Doppeldown, kriegt er den Kopf noch hinter dem Hügel und hat jetzt auch die 15 Abschüsse. Da kommt die zweite Flagge, also sein Team läuft mit der Flagge tatsächlich und schafft es. Aber ich glaube, die bessere und effizientere Variante ist eigentlich zu fahren. Ja. Jetzt steht die Flagge da unten, erobern, und er geht nicht dahin. Ja, Rido Rafa, warum denn nicht? Ja, da liegt sie, kein Gegner in der Nähe. Wenn die jetzt zurückgeht, aber das sind noch 20 Sekunden und sein Teammitglied hat das, Gott sei Dank. Ja, da will er natürlich weiterhin am Leben bleiben. Und das war nix, das war nix, das war auch nix. Er trifft die nicht, aber... Jemand anders hat ihn dann getroffen. Dieser Ninja-Typ, der steht auch die ganze Zeit hinten, werden wir nachher nochmal sehen. Die zwei mit der Sniper und unsichtbar hinten. Ja, ne? Kann man machen. Muss man aber nicht. So, den Mentist haben sie ganz gut unter Kontrolle gehabt, dass da niemand anders mehr einsteigt. Das hat er nur noch eine Sniper-Kugel. Jetzt muss er sich gleich wieder was anderes überlegen, was er macht, um weiter seine Rolle ausüben zu können. Ansonsten, wie gesagt, sehr defensiv das Gameplay. Aber ich nehme es ihnen auch nicht übel, weil, wie bereits vorher gesagt, also so Perfection habe ich auch selten. Und das spoilere ich doch, ne? Ich bin nur ein Affe. Ich bin nur einfach ein Affe, aber es, jetzt ist es zu spät. Super Doppelter mit der DMR. Natürlich DMR auch die richtige Entscheidung auf Ragnarok, auf der großen Map, genauso wie Complex oder so. Es ist natürlich die stärkere und präzisere Waffe. Auf den kleineren Maps würde ich dann definitiv auf die BR wechseln. Und natürlich ist hier DMR eindeutig die richtige Entscheidung. So. Jetzt kommt auch nochmal eine ganz spannende Szene. Also ich habe mir das Gameplay vorher angeguckt. Er ist ja Sniper-Moni, hat er keine mehr gehabt. Und findet hier dann, ich meine, ich habe nie so ein Glück. Er hat irgendwie so ein Glück. Findet dann jemand mit nochmal einer Sniper, mit dieser Binär-Sniper. Und will die sich natürlich holen. Und derjenige hat es nicht so richtig drauf, würde ich mal sagen. Also da hätte er schon schießen können, beziehungsweise irgendeinen Schuss mal treffen oder die Waffe wechseln oder sowas. Aber hier choken irgendwie beide so ein bisschen am Anfang, aber dann kriegt Rafa letztendlich
könnte auch ein bisschen Verbindungsprobleme sein. Wie ihr seht, leckt es ein bisschen. Das ist sogar noch im Video drin. Also ein paar Schüsse zählen auch gar nicht. Und so hat es er auch ein bisschen schwierig. Und der andere, wer weiß, wie es aus dem seiner Sicht ausgesehen hat beim Spielmoment. Rafa macht es aber ganz gut. Bleibt ja auch am Leben. No Shield challenged aber nicht. Und geht lieber wieder zurück zur Base. Ja, wie gesagt, die defensive Rolle. Aber es steht 2-0. Und hier kommt schon die dritte Flagge. Rechts im Bildschirm seht ihr es. Er achtet da gar nicht so richtig drauf, weiß natürlich, es wird nicht eng oder es sieht gut für sein Team aus und kann weiterhin seine Rolle ausüben und defensiv spielen, trotzdem Slayer und macht natürlich ein paar wichtige Kills. Ja, da war er ein bisschen zu spät. Da hat eben dieser andere, dieser Ninja da oben, der hat auch die gleiche Rolle wie er mit Unsichtbarkeit und Snipe. Die zwei haben das super gemacht, so bestand keine Gefahr, dass die Gegner jemals zur Flagge kommen können. Wäre ich im Gegnerteam gewesen, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Wahrscheinlich, aber naja, so war es ganz gut. Ganz gutes Spiel. Die Flagge ist schon fast da und das Game Day neigt sich zu Ende. Das habe ich doch nicht vorgespult, aber ist eh besser. Ne? Konnte da deswegen noch ein paar Sachen loswerden, wegen Top-Spartan und so. Und ja, danke fürs Reinschauen. Schaut am Freitag nochmal vorbei und denkt dran, wenn ihr den Titel erratet, wo wir das neue Video dazu machen wollen, dann schreibt es in die Kommentare, aber auch dann nur, wenn ihr bereit seid, mit mir was zusammen zu kommentieren, wenn einer von unseren Abonnenten, und wir machen ja viele Sachen mit unseren Abonnenten zusammen, also zusammen spielen, Gameplay-Analyse, diese Interaktion, die ist uns verdammt wichtig. Ne? Und deswegen, wenn ihr da auch Bock drauf habt, dann ratet mal schön los und ich wünsche euch was, wir sehen uns. Haut rein, ciao, ciao. Jetzt habe ich es komplett verpennt, Leute. Tut mir echt leid, ich habe mich gerade verabschiedet und merke dann so, halt, da fehlt ja eigentlich noch die Spielerbewertung. Richtig, hier ist die Spielerbewertung. Für mich ein bisschen später, für euch jetzt sofort. Oh mein Gott. Wie geil ist das denn? Oh mein Gott. Gut, Rafa, ich habe mir Gedanken gemacht. Die Kritik habe ich bereits im Video genannt. Die guten Sachen, die haben wir auch alle gesehen. Deswegen kommen jetzt hier deine Punkte für Movement und Map Knowledge. Die Map kanntest du, ja gut, wer kennt sie nicht, ne? Sehr gute Map, du wusstest aber auch direkt, wo die nächste Sniper spawnt und hast dir dann da die also Munitionsnachschub geholt. Das fand ich ganz, ganz, ganz gut eigentlich. Ansonsten, ja, kann man dazu nicht mehr viel Besonderes sagen, ist mir nichts Besonderes aufgefallen in dem Sinne. Teamplay Decision Making, Junge, da hätte ich gern ein bisschen mehr gesehen. Also gut, Defensivplayer, das hast du definitiv drauf. Du hast eure Base beschützt, aber ein bisschen mehr mit die Flagge pushen, ein bisschen mehr versuchen, ja, nach vorne gehen, hätte ich mir vielleicht gewünscht. Aber dementsprechend habt ihr ja gewonnen. Das heißt, du hast nichts Gravierendes falsch gemacht. Ne? So wie kann man auf jeden Fall schon mal sagen. Aiming und Gun Battles, wir haben viel Snipe gesehen, wir haben aber auch DMR gesehen. Und was wir bei der DMR gesehen haben, hat uns sehr gut gefallen. Vor allem über die längere Distanz. Deswegen kriegst du hier nochmal ein Pünktchen mehr. Und ja, ich hoffe, du bist damit zufrieden. Das gibt insgesamt 21 von 30 Punkten. Das ist eine Note von 1,9. Wie das langsam funktioniert, wisst ihr ja auch. So, Spielerauszeichnungen. Da sind mir jetzt drei Sachen definitiv sofort eingefallen. Defensive Player, Base Control und Streak Player. Einfach dementsprechend, du hast da auf die Streak gespielt, das, du hast da natürlich auf die Perfection gespielt. Da ist natürlich nichts dran vorzuwerfen, das ist alles gut. Slayer-mäßig hast du dein Team unterstützt und zum Sieg gebracht. Dementsprechend sind mir die drei Auszeichnungen für dein Gameplay, das du uns geschickt hast, eingefallen. So, jetzt sind wir komplett. Kann ich mich jetzt verabschieden? Ja, ich denke schon. Nochmal mit den schönsten Bildern aus dem Spiel. Das mache ich immer so am Schluss. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns Freitag. Haut rein. Bis dann. Ciao. Bessere und bessere Entscheidungen.